Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zum Prison Simulator. Wir dürfen heute mal wieder die Zellen prüfen. Das war schon länger nicht mehr. Ab geht die wilde Fahrt. So, wir warten immer noch auf etwas Ungewöhnliches. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Oder ich habe es nicht gemerkt. Was ist da los? Hier ist was Seltsames, Alter. Verwende den Tisch, um die Pakete zu durchsuchen. Helle prüfen? Helle prüfen ist irgendwie falsch. Hier ist doch locker eine Bombe oder sowas am Start, Mann. Also wirklich. Das klingt sehr verdächtig, Mann. Oh oh. Holy shit. Off? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Oh Gott, wie muss denn das sein? Ich habe keine Ahnung. Alles muss leuchten. Ah, das ist dieses Kackrätsel. Geil. Oh mein Gott, was ist das für eine kranke Scheiße? Ich werde draufgehen. Ich kann es gar nicht erkennen. Überall müssen Herzen sein. Ich raff es nicht. Ich kann das nicht erkennen, was ich machen muss. Wahrscheinlich muss das Symbol überall hier sein. Und hier muss das blaue Symbol sein. Ne, hier. Gibt's aber nur. Ne, warte. Und dann so. Und so. Geil. Auf. Alter Junge, das war aber knapp, Alter. Vor allen Dingen habe ich die Uhr ausgemacht, Mann. Konnte nicht mehr sehen, wie lange der Timer noch läuft. Okay, das war übel. Okay. Das Paket haben wir gecheckt. Alter. Aber ganz ehrlich, war witzig. Aber ich war jetzt gerade ein bisschen in Panik. Also jetzt ernsthaft. So. Das war strange. Was ist denn das? Chicken and Rice. Spicy Curry hatten wir noch nicht. Das zu behalten. Sweet Pies. Peace. Auch die darfst du behalten. Multi-Vegetable Salad. Also ich habe noch nie so einen Salat in der Dose gesehen. Da gibt es sowas wirklich? Das kann doch nur scheiße schmecken. Du kannst doch keinen Salat in eine Dose packen. Der scheint hier echt safe zu sein, der Junge. Na gut. Nichts Gruseliges. Zack. Und nächstes Paket bitte. Chicken Tits. Nee, mach die Chicken Tits auf. Oh, was ist das? Schmuggelware. Das nehmen wir natürlich mal. Drogen kannst du immer gebrauchen. Auch das nehmen wir natürlich. Den Leuten das auffällt, dass bei meiner Kontrolle selten was Illegales dabei ist. Fällt das negativ auf mich nieder? Manly Hair. Oh, holy shit, was ist denn hier los? Auch das nehmen wir natürlich. Manly Hair. Ich glaube, wir haben alles gecheckt. Manly Hair. Blend Acne. 7-in-1 Power. Dann ist wieder der Wolf drauf, aber ich glaube, hier ist nichts. Der böse Wolf, Leute. Der böse Wolf. Hände hoch in den Kommentaren, wer ihn kennt. Oh, was haben wir denn da? Alter, ist aber richtig was los diesmal.
Warum ist die Blender-Knetrot? Ach da! Alter! Nice! Das habe ich nicht mal gesehen. Der hat ja alles am Start hier. Ist ja verrückt. Auch das nehmen wir natürlich. So, Paket ist gesäubert. Eine dicke Bombe. Das mit der Bombe war übel. Also ganz ehrlich, das war unerwartet. So, ich würde sagen, was machen wir denn heute? Wieder pumpen? Wir gehen wieder pumpen, komm. Vielleicht ist ja auch einer wieder kloppen, kann ja sein. Oh, der Paketemann ist wieder am Start. Dann das Paketeding. Geschwindigkeit kann man immer gebrauchen. So. Moin. Hallo. Du bist hier, um an deiner Geschwindigkeit zu arbeiten? Ja, gib mir was. Sicher, schneller Junge. Nimm los. Los, los, los. Okay, wo müssen wir hin? Fangen wir mal da an. Ne, ich gehe, glaube ich, erstmal hier hin. Das ist näher dran. Werkstatt, 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 Werkstatt. Woo! Paket, dankeschön. So, und dann da hinten. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Er läuft mir zum Glück entgegen. Hui! Paket, 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 danke. Didi. So. Schicht im Überwachungsraum. Gehe in den Überwachungsraum. Wieder was Neues. Also man muss echt sagen, das muss man einfach sagen. Dieser Simulator hat einen Umfang, der ist herausragend. Also tatsächlich, es ist ja wirklich, wenn man jetzt Bock hat, Gefängnis zu simulieren, ist das Ding hier nicht schlecht. Ja, ich fände es nice, wenn man vielleicht in den Optionen diese elektrische Stuhlkiste sich ein- und ausschalten könnte, wenn man sagt, du, ich habe da keinen Bock drauf, dass man das einfach rausnimmt aus dem Game, weil persönlich, ich fand es jetzt nicht so geil und ich bin auch froh, dass wir das seither nicht nochmal machen mussten. Und wenn wir es nochmal wieder machen müssen, gucke ich, ob man das irgendwie umgehen kann, dass man da nichts machen muss, weil, ja, auf dem amerikanischen Markt kein Ding, aber ich habe da nicht so unbedingt, finde ich nicht so, also fand ich nicht so gut, muss ich gestehen. Also wirklich nicht. Aber davon abgesehen, muss man sagen, für so einen Simulator bietet das Ding hier echt Umfang, ne? Heute bist du an der Reihe, Überwachungsraum zu arbeiten. Bediene zunächst den Hauptbildschirm mit E. Du hast hier Zugang zu allen Überwachungskameras im Gefängnis. Drücke die linke, rechte Pfeiltaste, um die Kamera an sich zu ändern. Wenn du den Raum ändern möchtest, musst du die Karte öffnen. Standardmäßig M und linke Maustaste und dann die jeweilige Kamera auswählen. Du musst scharfe Augen haben, um alle verdächtigen Machenschaften zu erkennen, um etwas zu melden, was dir suspekt erscheint. Musst du einen Wärter finden, der sich am nächsten befindet. Markiere ihn standardmäßig mit der linken Maustaste und markiere dann den verdächtigen Gefangenen, um ihn mit dem Radmenü zu melden, standardmäßig Q. Wenn du einen leeren Platz anklickst, dann wird die Markierung des Wärters und des Gefangenen aufgehoben. Falls du keine Zeit hast, kannst du immer die Leertaste drücken, um sie einfach aufzuhalten. Manchmal sieht man, dass eine der Kameras rot aufleuchtet. Das heißt, dass sie schlicht und ergreifend kaputt ist. Wenngleich sie trotzdem noch Bilder übertragen kann, überprüfe sie lieber. Vielleicht ist die Person, die sie beschädigt hat, noch irgendwo in der Nähe. Wechsle die Kameras, um auch die anderen Räume zu sehen. Klingt anstrengend. Lugaga. Sordon. So, los geht's. Bis jetzt sieht hier alles normal aus. Wechsle mit den Pfeilen zwischen den Kameras, suche nach Verdächtigen oder vergehe gegen die bestehende Ordnung. Oder vergehen gegen die bestehende Ordnung. Mit Leertaste kann ich die Zeit anhalten. Da ist irgendwas los. Um einen Gefangenen zu melden, der gegen das Verhalten im Gefängnis verstößt, drücke die linke Maustaste auf ihn und dann linke Maustaste auf die am nächsten stehende Wache. Drücke dann E. Okay.
Kantine? Hier. Was denn? Was ist denn hier verdächtig? Also ich sehe nichts Verdächtiges in der Kantine. Ihr? Wirkt mich aber auch blind. Er hier, er war sehr verdächtig. Sandblock B. Wo denn? Da, da, da! Ich hab da was gesehen. Er hat einfach Feuer gelegt, der Junge. Dass sie sowas gebaut haben, das ist ja nicht ohne jetzt hier. Werkstatt. Hier. Den und den. Sonst noch was Verdächtiges in der Werkstatt? Ist nur die Klopperei hier. Im Außengelände so? Ja. Ja. Heilen, zurechtweisen, angreifen. Da kannst du direkt draufknölzen, würde ich sagen. Was ist denn jetzt schon wieder verdächtig in der Kantine? Er hier. Zurechtweisen. Geh mal gucken, was da los ist. Okay, irgendwas ist minus 9% gegangen. So, geh in den Besprechungsraum und sprich mit dem Wärter. Alles klar, jetzt können wir erstmal nochmal in die Kantine gehen, dann kann ich den einen Quest nämlich beenden, wo wir noch was zurückbringen sollen. Der ist seit Ewiglichkeiten offen. Also, das war jetzt nicht schlecht. Ich find's ein bisschen, ich habe Probleme gehabt zu raffen, wann ich was machen muss, aber das wird noch. Gut, das hätten wir erledigt. Schneeweißes Geschäft, erwarte ungewöhnliches Verhalten. Mache ich, aber jetzt gehe ich erstmal in den Besprechungsraum und beende den Tag für heute, wa? Moin, bin durch für heute. Ja, für heute ist fertig, ne? Kohle geht rein, wir können uns wieder zwei weitere Zellen leisten. Geil. Gleich mal direkt machen. Zellen upgraden muss sein. Jo. Speichere den Fortschritt. Einführung eines Insassen. So, warte, wo ist das Büro des Direktors? Ich muss mal direkt upgraden, mein Freund. Büro des Directs. Moin! Da müssen Zellen rein. Gefängnis. Zellenblock B.
eine. Und noch eine. Jetzt haben wir 19 Zellen. Geht voran. Und dann lassen wir mal ein paar neue Insassen rein. Wird ja auch Zeit, wenn wir neue Zellen, ne? Die müssen auch gefüllt werden. Bringt alles Kohle. Bringt alles Kohle. Durchsuchungsraum. Tja, das ist einer meiner Liebsten. Auf geht's. Herein mit dem Nächsten, bitte. Guten Tag. Hallo. Die wollen hier bei uns im Gefängnis anfangen. Mhm. Dann lassen Sie mich erstmal Ihre Bewerbungsunterlagen prüfen. Okay. Das passt. Daniel Miller, Daniel Miller, Daniel Miller. Ihre Ausweisnummer. Piep. Passt. Passt. 15 Jahre Haftstrafe, Verursachung eines tödlichen Unfalls. Was haben Sie denn angestellt? Sie kommen in Block B. Das ist doch schön. Sieht für mich soweit alles gut aus. Ich glaube, B, B. Ja, ich denke, Sie können tatsächlich hier bei uns anfangen. Daniel Miller. Ja, ja. Das passt, ich kann Sie approven. Ja, was hast du denn hier am Start? Eine Brille. An der Brille in den Bügeln ist nichts versteckt. Die kannst du behalten. How I escaped from my prison. Witzig. Sie haben ja echt Humor. Tatsächlich. Kannst du auch behalten. Judy. Alles grün, können Sie behalten. Durchsuche den Häftling. Erstmal gucken, ob du was dabei hast. Herr Miller, darf ich einmal kurz? Ach, guck mal. Damit Sie gleich wissen, wie das hier läuft, dürfen Sie behalten. Wir sind hier eigentlich ganz nett, ne? Ja, dann kriegst du deine Willkommensbox. Guten Tag und viel Spaß, ne? Suchen Sie sich eine schöne Zelle aus. Ich hole mal den Wärter, dann der geleitet Sie in den Raum. Bübi! Nächster bitte! Der nächste bitte. Dankeschön. Hallo, guten Tag, guten Tag. Ja, ja, ja. Mal schauen. Oh, das sieht schon scheiße aus. Tut mir leid. Das passt ja vorne und hinten nicht mit Ihren Dokumenten da. Haben Sie das gesehen? Das können wir so nicht akzeptieren. Zack, tut mir leid. Ich muss Sie leider ablehnen. Einmal bitte das Paperwork richtig hinkriegen, ja, und dann sehen wir uns wieder. Reinhauen, bis denn. Nächster bitte. Leider schon unser letzter Kunde für heute. Guten Tag. Vielleicht mache ich viele Dinge und gleichzeitig eigentlich gar nichts. Das kann sein. Lassen Sie mal sehen. Oh Mann, was ist denn hier los? Das passt nicht, Brian. Das geht so nicht. Muss ich ablehnen. Wie soll denn hier die Kohle reinkommen, wenn die... Ja, reinhauen. Tschüss. Bis dann, ne? Aufgabe abgeschlossen. Minus 400 Dollar. Ja, weil ich die zwei nicht reingenommen habe, ne? Aber ist so. Vielleicht sollte ich das doch einfach machen. So, ich sehe, der Ich renne durch die Gegend-Bann hat wieder eine Aufgabe für uns. Das heißt, wir rennen durch die Gegend. Das sollten wir nutzen. Moin, bist du bereit? Nimm kurz meine Ausdauer aufsammeln. Jetzt. Los geht's. Hast du was für mich? Jo. Auf geht's. Drei Pakete, Alter. Wo müssen wir denn hin? Eins ist 19 Meter entfernt. Das machen wir als erstes. Ich kann da nicht durch mit dem reden. Laba, keine Zeit. Den ersten haben wir. Kurz warten. Das wird eng, Leute. Das wird aber eng. Der drin im Wachraum. Ja, geht gleich los. Warte. Paket für dich. Danke. Und wo ist der letzte? Diese Richtung. Ah, komm schon. Immer so ein bisschen rennen. Komm mir zum Glück schon entgegengelaufen. Los, Flynn. Paket für dich, Junge. Dankeschön. So, meine Lieben, der Horn hat gekriegt, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.